Ja, und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play. Ja, wir fahren heute mal auf der neu erschienenen Karte Weiden. Sie ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Leider nicht so lang, aber damit kann man was anfangen. Ich bedanke mich hier auch erstmal bei O3D und das ganze Team für diese Karte hier, weil die ist wirklich Hammer. Mit eines der kleinsten schönen Karten, die es gibt in Omsi. Ja, ich habe auch jetzt schon den Fahrplan vorgespult. Das heißt, 2 Minuten ist gleich Abfahrt. Oder am besten gleich schon. Ich werde es einfach euch nur mal kurz zeigen und lasst eure Eindrücke laufen. So, wir fahren heute mit einem MAN ULZF 272 Doppeltürer. Ja, und dann wollen wir auch schon mal los, ne? Wir haben ja auch jetzt Abfahrt. Ah, ich habe Track ER nicht angemacht, das ist blöd, aber egal, dann fahren wir halt ohne Track ER. Soll mir recht sein, ich habe jetzt... Ich bin es nicht gewohnt. Und genau deswegen blende ich den Spiegel aus. Da fängt ja schon der Bus bald an zu hüpfen. Also hier allgemein ist schon mal... Nee, also ich muss auf jeden Fall meine Aufnahmen mal irgendwie überprüfen. Das geht so gar nicht. Oh Gott, der Bus hüpft ja schon fast. Also ohne Aufnahme geht das hier. Eigentlich. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Dankeschön. Hallo. 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 Einen normalen Fahrschein. Danke. Also ich rede heute jetzt nicht so viel. Ich glaube, die Map sagt schon alles. Da brauche ich nicht viel reden. Es ist halt nur jetzt gerade wegen der Aufnahme. Ich werde auf jeden Fall wieder die alte Aufnahmemechanik machen. Irgendwie verträgt sich das nicht mit dem Open Broadcaster und deswegen muss ich halt anders aufnehmen. Wird auch nur ein kleines Röntchen, also ich mache jetzt auch keine Rücktour. Ich glaube, ihr wisst ja, wie es aussieht. Ich glaube, die meisten, wenn dieses Video hier rauskommt, werden es wohl ja, schon selbst gefahren haben. Von daher. Also daraus hätte man eine richtig große Karte machen können, aber hat es wohl so entschieden. Aber man muss aber auch wiederum sagen, der Ersteller und der Bauer und so stellt die Karte echt zur Verfügung. Das heißt, man kann sowohl, glaube ich, ja, weiterbauen, ich weiß nicht, gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall kann man damit was anfangen.
Das scheint aber auch irgendwie an meiner AI-List zu liegen. Ich habe es auch nicht geändert. Der hat auch schon beim Laden Probleme gehabt. Da sagt er schon Loading AI in eine Minute. Ich habe also wirklich jetzt so eine halbe Minute gewartet, bis die ganze Chose hier geladen ist, nur wegen der AI. Ja, tut mir leid für diese Ruckelaktion hier. Ich werde die mal vorlassen. Hallo. Hallo. Ach, habe ich immer noch. Nächste Haltestelle im Krähennest. Nächste Haltestelle Musik. Bin schon gar nicht mehr gewohnt, irgendwie zu drücken. Ey. Auf jeden Fall ist diese kleine Strecke hier nicht langweilig. Man muss hier auf jeden Fall viel lenken. Wenn man bedenkt, dass die Karte nur mit 8 Kacheln bebaut worden ist, also Hut ab. Hallo, ein normalen Fahrstanker. Hier kann man mal so ein paar Ründchen hin und her fahren. Das auf jeden Fall. Nur alleine, wie man sich halt so Inspirationen holen kann. Also nur deswegen. Guten Tag. Dup, 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 dup. Nächste Haltestelle, Waldlust. User joined your channel. Aha. Kommst gerade rechtzeitig und warum fahre ich jetzt hier rein? Das ist doch scheiße. Was machst du? Ja, ich nimm gerade auf so schön und verfranz mich dann auch noch, weil du gekommen bist. Nein. Doch.
Ich verfranz mich jetzt, weil du mich abgelenkt hast quasi. Nein. Ich habe jetzt voll nicht drauf geachtet, wo ich jetzt hin muss. Jetzt fahre ich zurück. Ja, cool, ey. Ach, herrlich, ey. Ja, das passiert mal bei einem Let's Play. So. Oh Gott, ey, herrlich. Ich denk so, ja, okay, komm, redest du nicht viel, lässt du die Karte auf dich wirken. Und sollen sich die Zuschauer hier alles so mal angucken. Und jetzt hören sie noch zu. Ja. Und sehen, wie ich verkackt habe, obwohl ich sogar noch das Navigationsgerät an habe. Das ist noch schlimmer. Das lädst du doch bestimmt nicht hoch. Ah, natürlich. Was meinst du denn? Gerade deswegen, ey. Oh, herrlich, ey. Oh. Erstmal hallo an die Zuschauer. Ja. Ich habe jetzt diese Runde gefahren. Also, ich glaube, ich werde auch jetzt keine zweite Runde. Das packe ich jetzt nicht. Eigentlich hatte ich auch nicht vor, eine zweite Runde zu fahren. Das habe ich ja auch schon gesagt. Oh. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst. Der Kollege hier auch. Werdet ihr auch nochmal hören. Keine Sorge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Weihnachtstage. So, schöne Weihnachtstage. Boah, dieses Deutsche immer wieder. So. Willst du auch nochmal Tschüss sagen? Ja, ich sag auch nochmal Tschüss. Und fröhliche Weihnachtstage. Ciao, ciao. Tschüss.